Ja, hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video geht es primär um das Thema Skalierung. Und das ist ein sehr präsentes Thema, wo auch sehr viele Coaches sehr viel Geld damit verdient haben, indem sie eben auch sehr viele Dinge sagen. Ja? Und ich sage jetzt mal hier eine hammerharte Wahrheit, die so niemand da draußen wirklich von sich gibt. Jeder Berater ist letztendlich ein Schwätzer. Im guten und im schlechten Sinne, das kann ich jetzt noch gar nicht beurteilen, aber jeder Berater redet erstmal nur. Jeder Berater befindet sich, lebt erstmal nur in der Theorie. Und immer erst, wenn dann das, was dieser Berater gesagt hat oder niedergeschrieben auf dem Blatt Papier oder was auch immer in der Theorie, sich dann halt auch umsetzen lassen, ja, also dann die Praxis bewiesen hat, was dieser Berater von sich gibt, ja, ich habe jetzt ein hartes Wort benutzt, Schwätzer, ja. Sozusagen die Beweiserbringung, die Beweislast dann sozusagen da ist, dann ist es ein guter Berater und wenn das eben nicht funktioniert, ist es eben nicht so guter Berater. Also, ich sage das deswegen, weil es da draußen eine unfassbare Welle gibt an Coaches und es wird immer mehr, immer schlimmer, ja, an Coaching und Beratern und ich habe meine Selbstständigkeit in dem Namen, wo ich jetzt hier auftrete, auf den YouTube-Kanal, also Thomas Klein Coaching und Consulting Services, das habe ich mich quasi so benannt, schon vor Jahren, ja, da wo es noch gar nicht so wirklich aktuell war und so weiter. Und ich habe mich einfach dazu berufen gefühlt, Leuten weiterzuhelfen, indem ich ihnen einfach meine Erfahrungen weitergebe und einfach auch dieses Return Invest, ja, das ist einfach auch unbezahlbar, wenn ich sehe, okay, ich habe jemandem weitergeholfen, und er hat letztendlich das mein Know-how multiplizieren können und hat dann einfach ein besseres Leben am Ende auch. Ja? Und das ist letztendlich die wahre Essenz des Coaching und Consultings. Ja? Aber was halt viele machen, die denken, okay, es ist einfach, ich muss einfach weniger arbeiten, wenn ich Coaching und Consulting mache, weil ich halt dann sozusagen in irgendwelchen Gruppencalls ja, da drinnen sitze und letztendlich mich ganz easy skalieren kann, ohne irgendwelche physischen Kosten. Ich muss nicht mal ein Büro mieten und, und. Und das ist halt alles ja schon ein bisschen schwierig, weil es einfach eine Welle ist, eine Blase, die sich da auch bildet, ganz klar, die halt irgendwann mal auch runtergehen wird. Und am Ende will keiner mehr richtig arbeiten. Und ich habe mich heute mit meiner Schwester getroffen, die letztendlich aus Starnberg ist. Und die haben auch ein Familienbusiness, also ein traditionelles bayerisches Geschäft, das es schon seit Jahrhunderten gibt. Und die finden keine Leute mehr. Es will niemand mehr irgendwas tun. Und wenn es heißt, okay, willst du mal Samstag fünf Stunden arbeiten, dann hast du dafür einen ganzen Tag, es zählt doppelt, wenn du samstags arbeitest, zählt doppelt. Ja? Also am Samstag fünf Stunden arbeiten, dann hast du einen ganzen Tag unter der Woche frei. Nee, Samstag arbeite ich nicht so gerne. Nee. Ja, solche Leute bekommst du dann, wenn du sozusagen eine ja, sagen wir mal, mehr oder weniger teure Anzeige schaltest auf Indeed oder irgendwo. Ne? Es ist eine Katastrophe und die haben schon fast keine Lust mehr. Nur weil es so schwierig ist, gute Leute zu finden oder normale Leute, die einfach Lust haben, noch was zu tun. Ja? Also, soweit eben mal vorweggeschickt. Und ich denke, dass einer der Gründe ist, dieses ganze Flake-Coaching, Geschwätz, Consulting-Businesses da draußen, die letztendlich den Leuten massivst, also quasi, das kommt jetzt teilweise, die Werbung kommt ja schon zu den Ohren raus, ja, Suggestivwerbung machen, für leicht und schnell und einfach Geld verdienen, ja, übers Internet und mach das und Coach und dies und jenes. Und die eigentliche, echte Essenz, ja, das Coaching und Consultings und was da eigentlich sozusagen, wie schwierig das eigentlich auch sein kann, ja, jemand anders dazu zu bringen, die richtigen Dinge zu tun, ja, das richtig rüberzubringen, ja, sein eigenes Know-how auch auf ein anderes Unternehmen so anzupassen, dass es dann auch da funktioniert, ja, und dann dafür auch Verantwortung zu nehmen und dafür auch dann gerade zu stehen und zu sagen, okay, hat nicht funktioniert, dann können wir ja auch einen Kompromiss machen, auch was die Bezahlung betrifft und so weiter. Also das ist halt letztendlich, da gibt es Coaching-Programme, da wenn du dann sozusagen herausfinden, hinten im Nachhinein, du bist dann da reinverkauft, ja, und wenn du im Nachhinein herausfinden solltest, das war jetzt doch nicht das Richtige,
dann kriegst du da halt ja, mit dem Anwalt oder was weiß ich sofort Probleme. Ja? Da wird das Geld eingesammelt. Ja? Und so weiter und so fort. Also es ist halt letztendlich schon ein bisschen, ja, es geht schon ein bisschen auch in die falsche Richtung. Und es gibt zum Beispiel Leute, die irgendwie Freelancer ausbilden, ja, irgendwie Grafiker, Freelancer und so weiter, dass sie 500 Euro Stundensätze machen können irgendwie. Und da frage ich mich halt immer, ja, und wenn ich dann höre, okay, wir haben jetzt aktuell in unserem Coaching 700 Leute, aber es gibt 1,2 Millionen Freelancer und die will ich alle noch dahin bringen, dass sie alle 500 Euro Stundensatz machen. Also wenn 1,2 Millionen Freelancer in Deutschland 500 Euro Stundenlohn haben, dann wird das System nicht mehr funktionieren, sorry. Ja? Also das ist halt alles Bullshit, ja, am Ende des Tages leider. Das ist alles Nonsens. Und am Ende profitieren halt immer Leute an der Spitze und that's it. Okay, was wollte ich eigentlich in diesem Video machen? Jetzt muss ich nochmal cutten, weil ich habe einen Faden verloren. Okay, bis gleich.